da, wo sich die drei Hexen versammelt haben. Ich näher mich der Tür und beginne zu lauschen. Ich drücke nicht mein Ohr gegen die Tür, aber ich versuche still zu sein und zu hören, was dort besprochen wird. Sollte Romini nicht eigentlich vom Schiff sein? Also ich vernehme drei Stimmen. Drei Stimmen. Kann Drei ich weibliche. Romilly eindeutig ausmachen? Ja, es ist zwar gedämpft durch das Holz, aber du kannst sie wohl hören, wie sie da wohl gerade so zu Atem kommt. Ist wohl ein bisschen angestrengter und ja, wohl irgendwie auch das Quietschen des Bettes. Setzt sich da vielleicht gerade hin und ja, kannst du wohl gerade eine Begrüßung hören. Wenn dann nichts weiter besprochen wird, werde ich. Die Tür geht auf und Romilly steht davor. Romilly, schön euch zurückzuwissen. Bin nur kurz hier. Die anderen sind noch auf dem Rückweg vom Kunschum. Auch einen Wie? kräftigen Burschen, der rudern kann. Eins der Ruderboote. Und Ukla muss sofort zum Zartempel. Und fragt nicht wie. Fragt bitte einfach nicht. Verdammt. Oh. Ich kann die Arche nicht verlassen. Ein Ruder, ja, den sollt ihr bekommen. Verdammt, Hasswolf. Was ist passiert? Ihre Exzellenz, Praedini ist tot, der Pfeil des Lichts ebenfalls. Hasswolf wurde stark verletzt. Die Torwallerin Odda hat es auch erwischt. Aber wie wurdet ihr angegriffen? Nein, sie haben auf eigene Faust die Arche erforscht und. Verdammt, ich. Wer. Wir haben keine Matrosen. Jaran, Darüber reden verdammt. wir später, Euer Gnaden. Dieses Problem, dafür finden wir auch eine Lösung. Erst einmal das Leben von Ugdan retten. Und am Ich besten kann hier. jemand, der weiß, was ich bin. Ja, einfach daraus merkst du, dass er eigentlich so der einzige verbleibende fähige Matrose an Bord ist, aber er kann halt dieses Schiff hier nicht verlassen. Ich würde sagen, wir haben eine Ruckdown, aber. Ja, der kann ja nicht. Merken wir was? Ugdan wäre so die einzige Möglichkeit, rauszurudern, ne? Weil das vertrauenswürdig irgendwie, aber die gibt's ja jetzt nicht mehr. Wartet einen Moment, Rommel. Kommt mit. Ich Natürlich. muss Myria finden. Und einfach das greift einfach direkt ans Schwert. Wo befindet sich Myria? Myria befindet sich gerade in ihrem Bett, wo sie hingehört. Rommel hätte diese Stimme nicht gehört, aber nachdem einfach das die Frage ins Nichts gestellt hat und 3 Sekunden Stille sind. Geht er einfach ja, ein Deck runter ins Unterdeck und sucht das Gemach von Myria auf. Ja, wie möchtest du das machen? Anklopfen? Klopf kurz, geht er dann aber auch sofort rein. Oder Ja, versucht die Tür zu öffnen. Intuition? Ja. Ja, 5 Punkte, Dann darfst richtig. du ausweichen. Okay, dann irgendwas fliegt in der Dunkelheit in Richtung deines Kopfes. Du kannst ihn nochmal einziehen und dann zerschellt eine Vase. Das hätte richtig weh getan. Ich bin es, Myria, stopp! Was? Was wollt ihr denn hier? Ephadaios, Ephadaos. nein. Ich weiß, dass ihr mich schon irgendwie so ein bisschen attraktiv findet, aber nur weil Yalan weg ist, nein, geht weg. Romilly lacht vor der Tür schallend auf. Ihr habt die Hexe mitgebracht? Ephadaos wendet seinen Das Blick erzähle ab. ich Yalan. Ephadaos wendet seinen Blick ab. Nein, nein, ich. Es gibt einen Notfall. Ich. Myria, du musst das Kommando über das Schiff übernehmen, während ich abwesend bin. Okay, mach ich. Ich lasse dir das Schwert hier, aber fass es nicht an.
Ich hab doch schon das Schwert benutzt. Ja, ich fasse es nicht an, es tat weh. Gut, dann schnalle ich das vom Rücken und leg das, oder gehe dann halt mit irgendwie ziemlich zugekneifenden Augen in das dunkle Zimmer und will das Schwert irgendwo hin. Ich lege es hier auf das Bücherregal. Ich sollte morgen zurück sein. Okay. Ich werde schon zurechtkommen. Gut, ich werde die Hauptmänner und Magistra Korab informieren, dass ihr das Kommando habt. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Und jetzt raus. Ja, Vertraus geht, lässt auch die Tür offen. Ich weiß nicht, ob Romilly die zumachen möchte. Romilly schließt die Türe lieber wieder, bevor noch mehr Flugobjekte kommen. Ja, dann, wenn du die schließt, dann kannst du wohl noch hören, wie Myria sich umdreht auf die Seite. Vertraus ist ja so ein Lustmolch. Ja. Gut, auf dem Weg zur Krankenstation, die ist ja direkt gegenüber, werde ich da irgendeinen Söldner anblaffen. Es soll ein Beiboot abgelassen werden. Jawohl, Herr. Und schaffen die Hauptmänner her. Ja. Ja, kannst du natürlich dann alle informieren. Willst du das ausgespielt haben oder soll das so passieren? Das soll so passieren. Mhm. Ich auf der Krankenstation lasse ich Ugdan vorbereiten und für den Transport und Magistra Kohlrab wird auch informiert, dass Myria jetzt das Kommando hat. Und dann wird halt nochmal erklärt, sie ist jetzt quasi der Kapitän, während wir anderen abwesend sind. Der Kapitän hat das letzte Wort in allem, auf sie ist zu hören. Okay. Ja, Romilly schnappt sich dann noch ein Seil. Bindet sich ein Ende um den Bauch. Das andere wird am Beiboot befestigt. Und wenn alle Mann an Bord sind, ab die Post mit Hexenexpress. Moment, Moment, was? Also, nochmal. Beiboot, Ugdan, Ephadaios, du und dann? Ja, Romilly spielt Zugpferd für das Beiboot. Okay, also du willst es versuchen, so ein bisschen zu ziehen. Genau, das Tempo ein wenig erhöhen. Okay, weil ein Ugdan wenig, hat nicht viel Zeit. Genau, ein wenig, ne? Gelingt natürlich nicht, weil das Boot ist viel zu schwer, aber du kannst versuchen, dafür für so ein bisschen Auftrieb zu sorgen. Ja, Bootefahrenprobe, glaube ich, kann ich mir sparen bei einem Charybdoroth-Paktierer, ehemals Effort-Geweihten, aber ihr werdet irgendwann ankommen. Das dauert natürlich. Ich hätte noch eine Situation, die wir ausspielen können. Ja, dann machen wir das. Also während der Bootfahrt. Romilly. Zu welcher Schwesternschaft gehört ihr eigentlich? Gehöre zu den Seherinnen. Und die zwei Frauen, die ihr mitgebracht habt, dir auch? Das solltet ihr sie fragen, wohin sie zu welcher Schwesternschaft sie gehören. Nun, Elysia wollte es mir nicht verraten. Möglichkeiten sind begrenzt, zu welcher Schwesternschaft sie gehören können. Es gibt von uns nicht so viele wie bei den Gildenmagiern. Aber es ist etwas sehr Persönliches und das werde ich definitiv niemandem offenlegen. Offenlegen, wie dass ihr eine Hexe seid. Genau. Was ich über mich bekannt gebe, ist meine Angelegenheit. Was sie über sich bekannt geben, ist ihre Angelegenheit. Ich glaube, ein Teil der Mannschaft kann eins und eins zusammenzählen und vermutet bereits, dass eure Gefährtinnen ähnliche Talente haben. Vermutlich, ja. Könnt ihr den beiden in vertrauen? Kennt ihr sie schon lange? Romilly überlegt kurz. Nein, ich kenne sie noch nicht so lange, aber ja, ich vertraue ihnen. Nun gut. Seid immer wachsam.
auf. In letzter Zeit ist hier so viel geschehen und ich weiß nicht, ob es anders gelaufen wäre, wenn ich Kapitän wäre, aber die Befehlshierarchie hier wird nicht eingehalten und ich will für euren Schutz garantieren, aber seid trotzdem vorsichtig. Erst einmal gilt es, Ugdan zu helfen. Aber ich wollte ohnehin mit euch noch einige Dinge besprechen, wenn sich die Wogen ein wenig geglättet haben. Wollt ihr das jetzt tun? Nein, nicht während des Fluges. Es erfordert genug Aufmerksamkeit, auch Kraft. Keine Sorge, Ugdan. Wir retten dich. Ja, am nächsten Morgen in Kuncho. Ein paar Kleinigkeiten mussten eben noch besprochen werden. Ragnar hier eingewiesen werden in die Kontorführung, wenn er das jetzt wirklich übernehmen möchte. Habt euch auch noch keinen richtigen Namen überlegt und ja, das ein oder andere, was ihr vielleicht noch für das Schiff benötigt. Ihr müsstet euch auch noch überlegen, wie ihr wieder zurückkommt. Und ja, dann am nächsten Morgen, als ihr erwacht, nach euch nach und nach sammelt, werdet ihr feststellen, dass Romilly verschwunden ist. Irgendwo liegt ein Zettel. Bin kurz zum Schiff zurück. Ugdan retten. Finde ich den zuerst oder wer findet den? Ja, wahrscheinlich du als Anführer, dann für dich bereitgelegt. Okay. Wer hat uns durch die Sümpfe hergeführt? War das Romilly oder kamen wir so zurecht? Wir sind durch die Gänge geirrt. Das Delta nach unten treiben lassen in Richtung des Meeres ist gar nicht das Problem, aber dann wieder nach oben im richtigen Delta, das wäre vielleicht nochmal eine andere Lösung. Muss schwer werden. Ich lasse das Boot bereit machen mit allem Beladen, was wir haben. Ja, das ist das Problem. Wenn du zum Boot zurückfindest, wirst du sehen, wie es verschwunden ist. Nicht mehr da. Gestohlen. Würfel meine Gassenwissen. Ich hab's aktiviert. Ja, das ist schön. Kannst du auch von vornherein auf Menschenkenntnis ableiten, wenn dir das irgendwie weiterhilft. Nee, sag's mir kurz die Attribute. Was auf Gassenwissen? Gassenwissen bitte, ja. Oh, Talente. Klugheit, Intuition, Charisma. Danke. Würfeln wir mal. Schauen wir mal, was rumkommt. Das sieht gut aus, aber ist verbockt. Oh, das sieht gar nicht mal gut aus. Ja, du gehst zu der nächstbesten Stadtwache und fragst danach, wo ist denn das Boot hin? Die wird dir dann daraufhin sagen, ja, das ist ein Piratenschiff. Es wurde als gestohlen gemeldet und der Besitzer hat es, nachdem es hier wieder entdeckt worden ist, beseitigen lassen. Ja, zudem das kommt, dass die ehemaligen Leute, die hier wohl dieses Boot abgesetzt haben, keine Steuern bezahlt haben, keine Anlegegebühr und seitdem gesucht werden. Wenn ich sie sehe, werde ich euch darüber informieren. Warum habt ihr euch denn danach erkundigt? Das ist ja schon sehr eigenartig. Weil dieses Boot war gerade mal einen Tag hier. Richtig, dieses Boot hatte ich beschlagnahmt. Ihr hattet es beschlagnahmt? Das ist richtig. Gehört ihr zur Stadtwache, Freund? Nein. Aber im Dienste des Reiches beschlagnahme ich nur noch manchmal Boote. Könnt ihr mir das bitte genauer erklären? Ihr habt es beschlagnahmt? Richtig, es sollte als Transportmittel dienen, da es, wie gesagt, ein Piratenboot war. Das heißt, ihr habt es hierhin transportieren lassen? Oh, ich war jetzt lieber im Prinzip in Treuern, das ist richtig. Also gut, für das Reich habt ihr es transportieren lassen, ja? Für das Tulamidische Reich? Für das Mittelreich. Für den Sultan. Für alle Reiche. So. Könnt ihr euch ausweisen? Gib mir mal auf die Brust. Seht ihr das Wappen? Was braucht ihr mehr? Einen missglückten Etikettewurf später von der Wache. Ich brauche Papiere. Ich habe keine Papiere. Ich habe aber einen Ring. Ja, schaut sich den Ring an. Wappen. Seht ihr den Ring? Wisst ihr, was der bedeutet? Was ist das für ein Ring? Wappen Ysilia oder? Das ist der KGA-Ring. Ja, schaut den Ring an. Wollt ihr mich zum Narren halten?
Das ist ein schöner Stein. Wollt ihr mich erpressen? Um Himmels Willen. Ich stecke ihn wieder ein. Also gut, er hält die Hand auf. Gebt mir den Stein. Dann vergesse ich das. Nein. Dann seid ihr festgenommen. Wegen Piraterie, Schmuggels, Steuerhinterziehung. Ihr habt dieses Schiff nicht erworben, sondern gestohlen und ihr habt keine Anlegegebühren bezahlt. Bringt mich zu eurem Hauptmann, wir klären das. Ja, wie gesagt, du stehst dann ungefähr eine Stunde später, wirst erstmal in die Zelle gesteckt, weil der Hauptmann interessiert sich nicht so sehr. Ich lasse mich nicht in eine Zelle stecken. Was willst du denn machen? Im Notfall mich schlagen. Okay, ja, wirst du Hafengarnison gebracht und er würde dich dann ganz erstmal buxieren in Richtung der Zellen. Wann willst du einen Aufstand machen, wenn du das bemerkst? Frage. Sobald es in Richtung der Zellen geht. Jetzt hört mal, ich werde mich nicht wegen deinem Straßengauner einsperren lassen. Hört mal zu, ihr seid wegen Piraterie und Schmuggel angezeigt und der Hauptmann wird sich um euch kümmern, wenn er Zeit für euch hat. Dann werde ich so lange hier warten. Dann setzt euch dort auf diese Bank. Die Bank in der Zelle oder vor der Zelle? Vor der Zelle. Gut, setze mich hin. Daneben sitzen ein paar schmierige Gestalten. Sie stinken echt widerlich. Gucken dich an, zahnlos. Teilweise fehlt ihm Arm. Irgendwelche Bettler. Einer kaut gerade noch auf so einer toten Ratte rum. Passt wie auf der Gezeitenspinne. Kurze Frage von Ahmad? Ja, ich wollte fragen, wo wir währenddessen sind. Weil irgendwie habe ich das so verstanden, dass er uns das Boot zeigen wollte und wir aufbrechen wollten. Ich weiß nicht, also. Ich das falsch verstanden habe. Ihr. Ich verstehe gerade auch nicht, warum ich alleine zu dem Boot gelaufen bin, aber ich will es jetzt nicht hinterfragen. Ihr steht dann da, Jalan hat sich abgemeldet nach dem Motto: Ich gehe mal zum Boot. Wollte da wohl noch irgendwas klären und. Alles klar. Ja, taucht nicht wieder auf. Okay. Dann würde Ahmad jetzt mal die Leute ansehen und meinen: Sagt mal, könnte ich mir vielleicht von dem Geld dieser Expedition ein Spiel Rote und Weiße Kamele kaufen. Ihr wollt was tun? Ein Spiel kaufen für den Zeitvertreib. Ist das wirklich eine Priorität? Ich habe den Kapitän jetzt so verstanden, dass ihr wohl dabei sein dürft. Aber ich glaube nicht, dass ihr über das Geld verfügen dürft. Es war nur eine Frage. Das müsstet ihr am besten mit Jalan besprechen. Der wollte ja gleich vom Schiff wieder herkommen. Alles klar, warte ich hier auf ihn. Dann würde ich irgendwie vor dem Konto sitzen bleiben und den Leuten nett zulächeln, die vorbeilaufen. Ja, Kiaras hat sich dazugesetzt oder was tut der? Ja, ich bin auch dort. Mittlerweile bin ich auch bewaffnet. Ich habe dazugelernt. Ja, ich stehe dort, schau noch mal Ahmad an. Sehr skeptisch. Sagt, wo ist denn jetzt der Captain und vor allem, wo ist auch die Dame Romilly? Also zum Captain weiß ich keine Antwort und das gleiche ist mit Romilly. Obwohl, der Captain sagt, er wollte kurz zum Schiff oder sowas. Kurz ist schon eine Weile her. Wir sollten nachschauen. Wisst ihr denn, wo das Boot vor Anker liegt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, Jagold, der Ritter, äußert sich. Wir haben das irgendwo oben beim Manadi, ich glaube, das war der Grüne, haben wir es abgestellt. Weil unter die Palastfabriken kamen wir nicht. Könntet ihr uns dorthin bringen? Wenn ihr meint, ja, kann ich machen. Und wenn wir dann unseren Kapitän verpassen? Wenn wir auf direktem Weg hingehen, sollte er uns entgegenkommen, oder nicht? Wollen wir es hoffen. Weiß ja nie, was so ein Kapitän noch für Sachen zu erledigen hat. Und wenn nicht, werden wir beim Schiff sein. Oh yeah, ich habe gehofft, dass wir das nicht machen müssen. Gassenwissen erschwert um 3. Es sei denn, ihr habt Ortskenntnis. Ich habe Kulturkunde der Tulaminlande. Ja, deswegen ist hier nicht weiter erschwert. Okay. Aber die Ortskenntnis brauchst du trotzdem. Hilal, wo bist du schon wieder? Lauf nicht immer weg! Hier bin ich her. Ach, direkt hinter mir. Ja, ich bin immer hinter euch her. Ich muss doch eure Waffen tragen und das Schild. Es ist so schwer. So schwer ist das nicht. Aber du willst doch später auch irgendwann mal ein großer, starker Junge werden, oder? Mann. Großer, starker Mann.
Ja, Herr. Sehr gut. Möchtet ihr einen Chippy ausgeben? Für entweder zum Neuwürfeln oder wenn ihr mir zwei gebt, könnt ihr ihn sogar auf dem Weg dorthin finden. Gebt ihm zwei, gebt dem Mann zwei. Bitte, tut es. Für mir doch zwei. Ja, dann nö. Mir doch egal. Okay. Ja, dann kommt ihr mit Jagolds Führung zur Palasttorbrücke. Da könnt ihr euch dann umsehen, umschauen. Weder Jalan noch Schiff, da ist er wohl alleine gefahren. Okay, das wo ist jetzt dieses Schiff? Naja, es war hier. Hier haben wir es abgestellt. Weiß nicht, wo es hin ist. Sieht ach, hier nein, irgendwie so ein Typ aus, irgendwie so ein Bettler oder so ein Wachmann, als würde der hier immer stehen? So, als wenn er da irgendwie so nicht patrouilliert oder so, sondern einfach steht oder so ein Bettler, der einfach nur da sitzt und bettelt? Ja, Bettler wirst du hier viele finden. Aber ja, dann gehe ich mal zu einem Bettler hin. Und sag ihm, ey du, weißt du, wo dieses Schiff hin ist? Dieses Schiff? Dort hinten stand mal ein Schiff. Er hält seine Hand auf. Ich kenne viele Schiffe. Ja, und ich kenne viele Bettler. Bin mir ziemlich sicher, dass du... Alles klar. ihr seid sehr großzügig, Effendi. Ja, das Schiff wurde, ich glaube, vor 2 Tagen kamen hier mehrere Männer, die sind dann abgestiegen, haben es hier angebunden, sind dann gegangen. Und einen Tag später kam die Stadtwache und ein Mann war dabei, der hat gesagt und geschrien, das ist meins, aber der war nicht auf dem eigentlichen Schiff, als es dann angekommen ist. Es war mehr so ein Boot, so ein Flussboot. Und dann er hält wieder die Hand auf und reibt sich wieder. Ich habe eine große Familie, Herr. Viele Kinder. Mit ganz kleinen. Ich brauche mehr. Ich habe Hunger. Warum gibt man diesem Abschaum kein Geld? Bitte, Herr. 6 Kinder. 6 Kinder. 3 Frauen. Was? Da fängt Ahmad an zu lachen, als er das hört. Er schaut Kiaras an. Wir haben doch schon die Informationen bekommen, die wir wollten. Nein, nein, mehr Informationen. Ich habe noch mehr Informationen, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich es auch vergessen. Nun, das ist zu schade für dich. Welche Informationen haben wir denn jetzt bekommen? Wir haben gehört, dass da Leute vom Schiff gegangen sind. Wir haben gehört, dass entsprechende Schiff wahrscheinlich von den Stadtwachen einkassiert wurde. Sagt, das war euer Schiff, oder? Oh nee, ihr wart ja auch gar nicht Mannschaftsmitglied. Ich richte mich mal zu dem anderen Ritter. Nein, nein, das war nicht unser Schiff. Wir haben ein paar Piraten im Delta... Nun ja, sie haben uns angegriffen oder wollten sich vor uns verstecken und... Der Kapitän, also Jalan, sagte, wir brauchen etwas Unauffälligeres und deswegen haben wir uns dieses Schiff genommen. Ernsthaft? Nun, ein Mann, der schreit, das ist meins und mit der Stadtwache ankommt. Ich glaube, ich kann mir denken, was passiert ist. Ja, ich vermute, dass dieses Piratenschiff von den Piraten auch gestohlen worden ist. Ist wahrscheinlich. Unser guter Captain wird auf der Suche sein nach dem Schiff oder gar selbst gefangen worden sein als Pirat. Aber warum sollte Jalan sich denn gefangen nehmen lassen? Ich meine, er ist doch nicht zu erkennen als... Ach so, jetzt verstehe ich. Steht hier in der Nähe eine Stadtwache? Ja, so ein bisschen weiter den Fluss oder die Straße hoch an der Fürst Istafidli kannst du da auch eine Stadtwache finden. Fragen wir doch mal den Herrn dort. Ja, hohe Herren, wie kann ich euch weiterhelfen? Boron zum Gruße sagt, ist vor kurzem ein Mann hier gewesen, der sich nach einem Schiff erkundigt hat. Ein Mann,
Also ich habe gesehen, wie ein paar Kameraden von mir mit einem vor ein paar Augenblicken losgegangen sind. Ich glaube, das war vor 10, sagen wir 20 Minuten. Schon ein bisschen her. Verstehe. Wer würden eure Kameraden theoretisch hingehen mit ihm? Vermutlich zur Hafengarnison. Könnt ihr uns dorthin führen, bitte? Backschisch. Er hält die Hände auf. Ich gebe ihm auch 2 Heller. Herr, für 2 Heller gehe ich nicht mal pissen. Wie gut werdet ihr bezahlt? Naja, ich sag mal so. Ihr seht mir schon ziemlich reich aus, oder? Kommt aus Al-Anfa, vermute ich, wenn ihr mit Boron grüßt. Habt einen Rondrianer dabei. Ich sag mal, für 2 Silbertaler, da werde ich mitkommen. Muss man Für zwei natürlich das. Silbertaler kann ich die gesamte Jugend der Stadt auf den Straßen anheuern, dass sie mir den Weg zeigen. Naja, dann frag doch die Kinder. Für zwei Na Heller werde gut. ich mich nicht so begeben. Ja, ich nehme das Geld zurück und suche mir dann irgendeinen Straßenjungen, der mich zur Garnison führen Ja, das sollte auch klappen. kann. Zwei Weil es ist Heller mein Weg. später tretet ihr in die Hafengarnison. Jarlan sitzt auf einer Bank. Neben ihm Abschaum, richtige Gossenratten, die ihn beschnüffeln, ansehen. Jarlan guckt einfach nur nach vorne, bloß nicht irgendwie. Ja, was tut er? Der Hauptmann hat sich noch nicht Tatsächlich. blicken lassen. Achso. Achso, was er tut. Im Notfall guckt er mies zurück, wenn die meinen, sie müssen ihn befingern. Ansonsten tatsächlich keinen Augenkontakt herstellen. Habe ich mir gedacht. Spielt dann an seinem Gürtel rum, im Kragen seines Kettenhemdes und wartet darauf, dass was passiert. Der sitzt hier schon seit 30 Minuten. Da kommen der Rondrianer, Ahmad Jadal Bakra und Kiaras Karino. Ah, da seid ihr ja. Jetzt schon eine halbe Stunde hier. Ich hätte nicht erwartet, euch hier zu treffen. Ach. Captain, wie habt ihr euch in die Situation gebracht? Ah, diese Banausen voller Fahnen wissen einfach nicht, wie man mit den Herren von Pajas Gnaden umzugehen hat. Na, Alan entschuldigt mal, Kumana? Leute, verzeiht. Verzeiht, wo ich euch gerade sehe, kommen unangenehme Erinnerungen wieder hoch. Jedenfalls, naja, und dieser dämliche Hauptmann lässt sich auch nicht blicken. Und ich dachte mir, Sinnschärfeprobe. es wäre wohl äußerst unhöflich, die jetzt alle zusammenzuschlagen und dann zu gehen, weil, Könnt naja, das mal. macht man auch mit der Stadtwache nicht so gerne. Die anderen beiden können mal Sinnschärfeprobe auf Sicht würfeln. Oh, Junge.